in der Rückenlage. Deine linke Hand auf deinen Herzraum und deine rechte Hand auf deinen Unterkörper. Lass deine Ein- und Ausatmung fließen. Deine Einatmung zuerst in deinen Herzraum hinein. Und dann von hier in deinen Unterbauch. Deine Ausatmung fließt rückwärts im Unterbauch über deinen Brustkorb wieder weg. Einatmung, Brustraum, Unterbauch. Füllen, Ausatmung, entgegengesetzt, wieder alles loslassen. Dein Mund ist geschlossen, deine Gesichtshaut ist ganz entspannt, du kannst dir ein leichtes Lächeln schenken. Nimm deine Auflagefläche wahr und lass deinen Atem weiter wie so eine Welle durch den Körper fließen. Deine Ausatmung beginnt zu rauschen mit geschlossenem Mund. In deine Ujjayi-Atmung. Für dich hörbar. Ausatmen, Rauschen, wie mit einem geschlossenen Mund einen Spiegel anzuhalten. Und dann darfst du mit der Ausatmung gleichzeitig noch deinen Bauchnabel nach innen oben holen. Und die Ausatmung noch etwas forcieren, noch etwas tiefer werden lassen. Deine Ausatmung wird länger. Mit jedem Ausatmen. Du kommst mehr von außen ins Innen bei dir an, bei deinem Körper, bei deinem Gefühl. Nimm die Stunde ganz mit als Erlebnis für dich am heutigen Freitagabend. Lass deinen Atem weiter fließen, ohne zu rauschen, einfach eine lange Ausatmung. Löse deine linke Hand zu deiner rechten. Bring die Arme beide zur Decke. Strecke deine Finger zur Decke. Lass die Oberarme in die Schultergelenke hineinsinken. Einatmen, bring die Oberarme aus den Schultergelenken heraus nach oben zur Decke. Und ausatmen, dass sie tief sinken. Einatmen, nach oben kommen, rausholen, aus, tief sinken. Einatmen, nach oben kommen, nochmal rausholen und aus, tief sinken lassen. Hebe deine Arme an und lass sie noch einmal sinken, dann bleiben deine Oberarmknochen im Schultergelenk. Dreh deine Hand in den Flächen. Fußwärts. Einatmen, senke deine Arme nach hinten Richtung Matte, bis die Fingernägel den Boden berühren. Und ausatmen, streichen die Fingernägel in einem großen Kreis Richtung Becken. Einatmen, ziehe nach oben und hinten. Ausatmen, Bauchnabel etwas nach innen saugen und die Arme, die Hände mit den Fingernägeln über die Matte bis zur Seite schleifen. Wiederhole das noch einmal mehr.
Also dein Brustkorb weit, lass dein Kinn weg vom Kehlkopf und zieh deinen Bauchnabel nach unten. Öffnen, heben. Ausatmen über die Seite, tief fließen. Beim nächsten Mal lässt du deine Arme am Ende deiner Einatmung hinten liegen. Lass deine Hände sich weit spreizen, entspanne deine Schultergürtel, dein Brustkorb ist weit. Nimm zwei Atemzüge hier. Und stell deine Füße nacheinander an. Wenn deine Füße parallel aufgestellt sind, kannst du mit der Einatmung dein Becken so kippen, dass mehr Hohlrücken entsteht. Mit der Ausatmung hol dein Schambein Richtung Bauchnabel und gib gerne mal Druck mit der Wirbelsäule auf die Matte. Einatmend, Hohlrücken. Ausatmend, Schambein Richtung Bauchnabel, Druck gegen die Matte. Einatmend, Hohlrücken. Ausatmen, Schambein Richtung Bauchnabel und Rücken gegen die Matte. Dann bleibe mit der nächsten Einatmung bitte in der Mitte stehen, so dass dein Schambein und deine Hüftknochen, deine Beckenknochen hier vorne eine Ebene bilden. Jetzt ist dein unterer Rücken leicht hohl. Der kann auch ein bisschen nach oben arbeiten und der Bauchnabel sinkt. So hast du deine Wirbelsäule in dieser Position stabilisiert. Deine Handrücken bleiben flächig auf der Matte. Du holst langsam dein rechtes Knie über dein Hüftgelenk und bringst dein linkes parallel dazu. Die Füße sind in Kniehöhe. Halte die Bauch- und Rückenstabilität und lass bitte deine Füße gestreckt. Die Knie haben den Abstand von zwei Fäusten ungefähr Hüftgelenksbreit. Einatmen, strecke dein rechtes Bein zur Decke aus, soweit es geht, ohne den Rücken und den Bauch zu verändern. Ausatmen, senke. Einatmen, hebe dein linkes Bein in die Streckung. Und aus, senke. Ein schöner rechter Linke, Hüftgelenk und Kniegelenk. Geh weiter in der Einatmung strecken. In der Ausatmung dehnen. In der Einatmung strecken. In der Ausatmung beugen. Noch viermal mehr Strecke. Und beuge. Halte Bauch und Rücken zueinander. Einatmen. In den Bauch trotzdem hineinatmen. Ausatmen. Senken. Jede Seite einmal mehr. Die linke Seite. Bleibe hier, halte. Bring jetzt deine Knie zueinander. Halte, hebe deine Hände, deine Arme von der Rückenlage hier an und bring deine Hände in die Decke. Dreh deine Hand in die Fläche nach außen. Lass deine Oberarme nochmal sinken, dass wirklich die Oberarme im Schultergelenk eintauchen. Und bring dann deine Arme in Schulterhöhe zur Seite, wie ein T. Halte dort. Bauchnabel ist im unteren Rücken hält. Verlagere jetzt deine Knie, dein komplettes 90-Grad-Geflecht hier mit den Beinen, 20 cm nach rechts. Deine Bauchmuskeln ziehen nach innen und besonders deine diagonalen Bauchmuskeln werden jetzt angesprochen. Halte diese Seite, strecke dein rechtes Bein in die Länge. Halte es. Bleibe und jetzt darfst du etwas dynamisch arbeiten. Beide Beine bleiben in dieser Seite. Einatmen, senke dein rechtes Bein weiter in die Seite ab. Bauchmuskeln halten Richtung Wirbelsäule. Und ausatmen, ganz langsam Bein wieder zum anderen schließen. Einatmen, senke rechts ab. Bauchmuskeln hält. Ausatmen, komm nach oben. Deine linke Hüftgelenkseite ist ein bisschen von der Matte weg. Einatmen und ausatmen und nochmal mehr, senken
Und wieder heben. Wunderbar. Bleibe dort. Halte. Beuge dann wieder rechts. Und komm mit beiden Beinen zurück in deine Kreuzbeinposition. Also dein Rücken, unterer Rücken hohl und dein Becken liegt auf dem Kreuzbein ab. Halte es. Strecke mit der Einatmung nun beide engen Knie und eng gestreckten Füße zur Decke aus. Atme ein. Beuge, atme aus. Halte deinen Rücken und Bauch. Spannung zueinander. Einatmen, Strecke. Ausbeugen. Kinn weg vom Kehlkopf. Der Blick bleibt an deiner Decke. Einatmen, Strecke. Ausatmen, Beuge und nochmal mehr. Ganz langsam einatmen, strecken. Und ausatmen, Beugen. Halte die 90 Grad Beugung in dein Kniegelenken. Füße werden lang. Einatmen, bleibe und ausatmen. Neige deine Beine in diesem Geflecht 20 cm nach links. Deine rechte Hüftseite hebt sich nur ganz leicht. Deine Bauchmuskeln ziehen Richtung Wirbelsäule, der untere Rücken hält dagegen. Strecke dein linkes Bein mit Kniekontakt haltend aus. Bleibe dort. Halte deine Schulterblätter gleichermaßen auf der Matte. Bauchkraft bleibt. Einatmet, linkes Bein zur Seite senken. Langsam Mitte hält. Ausatmet, wieder heben zum anderen Knie. Einatmen, in die Seite senken. Ausatmen, komm wieder zurück, schließe wieder deine Knie. Und nochmal mehr. Einatmen, öffnen, dein Blick bleibt oben, Schultern bleiben tief, Bauchmuskeln halten, Wirbelsäulenmuskeln halten, diese leichte Rotation. Schließen und noch einmal mehr. Zur Seite senken und nach oben schließen, bleibe dort, beuge dein linkes Bein und bring ganz langsam deine Beine in diesen Tabletop wieder zurück in deine Mitte. Strecke wieder mit viel Bauch- und Rückenkraft deine Beine zur Decke aus, atme ein, halte dort. Und ausatmen, flexe deine Füße, zieh deine Zehen ran Richtung Kniescheiben. Einatmen, Füße wieder point zur Decke kommen. Aus, Zehen ran, Zehen Richtung Kniescheiben. Aus, nach oben schieben, deine Beine sind ganz stark. Und aus, komm wieder zurück. Noch viermal mehr. Strecke, wenn es dir nicht gelingt, deine Knie zu strecken, dann bleib sie so gut oben wie möglich. Ja, unterer Rücken, ein bisschen Kraft. Nach oben. Aus. Noch zweimal mehr. Einatmen. Und ausatmen. Und ein letztes Doppelpack. Und ausatmen. Sehr schön. Bleib mal flex. Öffne deine Zehen ganz weit und schieb deinen großen Zehenballen Richtung Decke. Hol deine Hände jetzt fließend über die Matte nach vorne, dreh deine Hand in den Flächenkörperwärts zueinander. Atme ein und ausatmen, sink dein Brustkorb. Du hebst mit der Bauchspannung deinen Kopf und deine Schultergürtel ein klein bisschen an, ein klein bisschen kurz in einen kleinen Crunch und hältst es. Bleibe, wenn das dein Nacken nicht mag, bitte deine Hände hinter deinen Kopf nehmen. Gar kein Problem, ja? Könnt ihr gerne auch hier bleiben, ich mache das gerade mit. Könnt es auch alle machen. Die Kniescheiben ziehen tief und deine Füße haben jetzt den Abstand von einer Fußbreite zueinander. Jetzt möchte ich, dass du deine tiefen Rumpfmuskeln nochmal aktivierst, indem du ganz langsam ein Bein aus der Hüfte mit der Beckenseite nach oben zur Decke schiebst. Du hebst praktisch jetzt die rechte Hüftseite an, senkst sie wieder ab. Dann heb deine linke Beckenseite an und senk sie wieder ab. Schwierig, rechte Seite anheben, absenken, linke Seite anheben, absenken. Jede Seite noch einmal mehr. Hebe ein bisschen, schiebe deine Fußsohle zur Decke, senke wieder ab.
Und die andere Seite. Und wir schaffen nochmal jede Seite einmal. Der Kopf bleibt in den Händen. Schiebe rechts hoch. Senke wieder ab. Und schiebe links hoch. Und senke wieder ab. Und dann schiebe nochmal rechts hoch und halte. Oh, das hat man noch nicht. Wir bleiben hier. Halten das rechte Bein oben, holen den linken Arm raus und strecken den auf der rechten Oberschenkelaußenseite nach vorne. Kopf bleibt in der Hand, Bauchnabel bleibt tief. Jetzt gibst du einen Druck mit deiner Elle, mit deinem Unterarm, Außenseite Richtung Oberschenkel und verschiebt der Fuß nach oben. Er ist ein bisschen anders platziert, das seht ihr schon, ja, Hüfte hebt. Halte noch zwei. Atme zügig her, auch Rückenmuskeln halten. Kopf in der Hand lassen. Oh, und dann Arm lösen, Becken tief fließen. Die Hand kommt wieder hinter den Kopf. Und die andere Seite zuerst. Linke Beckenseite geben. Fußsohle streckt zur Decke. Hol noch ein bisschen deine Bauchmuskeln nach innen. Und dann löse deinen rechten Arm. Bring ihn nach vorne, Unterarm, Arm deinen Oberschenkel außen. Fest doppeln. Halten. Bauchmuskeln bearbeiten. Halte, halte. Drück den Oberschenkel gegen deine Elle und schieb die Ferse nach oben und halte noch zwei Atemzüge hier. Und ein bisschen lächeln nochmal, Kopf in der Hand lassen, frei lassen. Und dann löse deine Hand und dein Becken fließt tief. Bring deinen Kopf wieder zurück zur Matte. Bring deine Arme zu deinen Oberschenkeln und beuge sanft unterstützend deine Knie. Hui! Deine Hände dürfen jetzt auf deine Kniescheiben kommen. Und bewege deine Beine mal gegeneinander weg und nach außen. Kreise deine Beine zur Mitte. Weit kreisen in dein Hüftgelenk. Groß. Gegeneinander. Weit. Und nochmal mehr. Wenn du in der Mitte wieder zusammenkommst, Richtung wechseln. Und wieder weit nach außen fließen lassen. In der Mitte. Wieder voneinander weg. Mach das noch zweimal mehr. Und dein letztes Mal. Jetzt haben wir ganz viel Bauchkraft und schon Hüftkraft gearbeitet. Senke jetzt nacheinander deine Füße ab. Und lass aber deine Füße etwas weiter nach vorne kommen, so eine Fußlänge weiter und hebe wieder deine Fersen. Deine Zehen bleiben jetzt zusammen und deine Hände wandern wieder hinter den Kopf, lassen deine Bauchspannung leicht auch vom Brustkorb etwas senken und Kopf ein bisschen heben. Es ist so ein Zug aus deiner ganzen Körpermitte nach hinten oben, sodass du eine ganz leichte C-Kurve bildest, aber das wirklich nur ganz klein. Halte dein Schambein durch den Bauchnabel, lass den Kopf in die Hände fließen und öffne deine Knie einatmend in einen Schmetterling, schließe ausatmend. Halte dein Becken ruhig, Bauchnabel bleibt innen, öffne und schließe. Halte deine Bauch- und Rückenspannung, das ist mir wichtig, man will dir gerne in einen Hohlrücken hineindrücken. Halte deine Mitte, Bauch und Rücken, öffne deine Knie, schließe. Kopf bleibt in den Händen. Viermal mit. Öffne, schließe, öffne und schließe. Noch zweimal mehr. Und dann letzter. Und schließe und bleibe hier, setze deine Fersen ab. Leg deinen Rücken und deinen Kopf wieder komplett ab, hol deine Knie wieder zueinander und ran an deinen Brustkorb. Hände um deine Schienbeine, zieh mal deine Knie richtig ran, sodass dein unterer Rücken ein bisschen loslassen kann. Und löse wieder ran, zum Lösen. Dann bleibe in einer neutralen Beinposition und lass dein Kinn oben und dreh deinen Kopf mal von einer Seite zur anderen. Mit einer leichten Nackenpolposition dein Kinn von einer Seite zur anderen Kopf drehen, ganz vorsichtig. Letzten zwei.
Und dann komm wieder in die Mitte. Deine Hände gleiten auf deine Kniescheiben. Deine Kniescheiben schieben in deine Hände, hol deine Bauchspannung, hol deinen Kopf nach oben und lass dich ganz, ganz langsam in deinen Sitz nach oben fließen. Setz dich so, dass du von hier in deinen Schneidersitz kommen kannst und deine Gesäßmuskeln ausnutzt. Wir nutzen das aus, die Rumpfkraft nochmal nach innen zu holen und die Wirbelsäule zu verlängern. Dann komm nach innen und oben. Hol deine rechte Hand mehr in Richtung Mitte deines Beckens nach hinten. Hebe deinen Brustkorb mehr, einatmen und deinen linken Arm. Ausatmen, Bauchnabel nach innen, dreh dich, rotiere dich nach rechts, senke deinen linken Arm an. Einatmen, kommen wir wieder komplett zurück in die Länge nach oben. Ausatmen, Bauchnabel nach innen, rotiere nach rechts. Einatmen, komm wieder zurück nach oben. Ausatmen, Bauchnabel nach innen, rotiere, halt hier, bleib in dieser Position. Nochmal ein bisschen mehr Schambein Richtung Bauchnabel, Wirbelsäule in die Länge bringen. Ziehe dein rechtes Schulterblatt ein wenig nach hinten, hebe noch mehr dein Herz und rotiere noch ein klein bisschen mehr. Das Kinn ist leicht gehoben und kommt auf die rechte Seite. Atme hier einmal tief ein und aus. Und dann bleiben mit deinem Kinn oben, lass die Wirbelsäule hier und lass aber deinen Kopf in die Gegenrichtung kommen. Das Kinn schaut dann über deine linke Schulter, bleibt aber erhaben wie auf einer Tischplatte. Halte hier einatmend, ausatmend, der Kopf wieder zurück nach rechts. Und einatmend, hol komplett deinen Körper ab. Zur Mitte. Hebe deine Arme über vorne an. Einatmend bleiben und ausatmend bei Hände an deine Knie nehmen und den Bauchnabel aktiv nach innen holen. Rundet. Einatmend, roll dich wieder mit deinem Becken in der Aufrichtung. Wir müssen den aufrichten und nach oben. Ausatmend, Hände abstellen, Bauchnabel nach innen rund. Einatmend, komm nach oben, zieh dich in die Länge, also ausatmend, deine linke Hand arbeitet tief und setz deine Hand hinter deinem Becken, in der Mitte deines Beckens ab. Der Daumen zeigt nach innen, sodass du deine Schulter links ein bisschen öffnen kannst. Nochmal einatmend bleiben, Länge erzeugen, ausatmend, Bauchnabel nach innen, rotiere nach links und lass deinen Arm aus. Einatmen, komm wieder nach oben. Ausatmen, Bauchnabel nach innen, rotiere. Einatmen, komm wieder nach oben. Ausatmen, aus der Länge, Bauchnabel nach innen, rotiere, bleib in deiner Rotation. Zieh dich nochmal einatmen in die Länge, ausatmen, mehr in die Drehung und am Ende kommt dein Kopf in Richtung Schulter links. Atme hier ein und bring ausatmend den Kopf nach rechts zurück. Bleibe hier einen tiefen Ein- und Ausatmen zurück. Einatmend, hol den Kopf zurück. Und ausatmen deinen ganzen Körper zur Mitte. Hebe nochmal deine Arme an. Dann darfst du nach vorne kommen, mit deinen Händen dich vorholen, Füße durch die Mitte oder nimm die Füße über die Seite in einen Vierfüßlerstand. Hier brauchen wir zuerst deine Kniestütze und zwar zuerst für dein linkes Knie. Deine Hände sind genau unter deinen Schultergelenken. Wenn dir das nicht so bekommt, kannst du auch mal gerne eine Faust aufsetzen. Aber versuche, die Hände zu spreizen, die Finger zu spreizen und mit den Fingern die Matte so ein bisschen ranzusetzen. Entriegle deine Ellbogen, wenn sie sehr beweglich sind. Hol dein Bauchnabel leicht nach innen. Der Kopf darf mal kurz hängen, von eben ganz gut. Und dann heben wieder in der Länge.
Ziehe deine Schulterblätter nach außen und den Kopf aus, den Schultergürtel nach vorne. Jetzt holst du deinen Bauchnabel noch ein Stückchen mehr nach innen vom Gefühl und holst dein rechtes Knie, dein Unterschenkel von der Matte. Jetzt möchte ich, dass der Körper überhaupt nicht mitmacht, nur das Hüftgelenk arbeitet. Dein Knie kommt nach vorne leicht und dann nach hinten oben, ohne in einen Hohlrücken zu fallen. Knie tief und vorziehen, ohne den Rücken zu verändern. Knie über die Mitte, nach hinten oben. Knie tief und vorziehen. Eine ganz isolierte Übung, aber die ist natürlich nicht isoliert, weil der ganze Körper dagegen halten muss. Aber es sieht so aus. Ja? Bring dein Knie vor. Und dann komm wieder nach hinten und oben. Und halte Bauch und Rücken gegeneinander, die Muskulatur. Lass deine Wirbelsäule rücken. Nach hinten und oben. Vorne, lang und nach hinten und oben. Noch ein letztes Mal. Schiebe nach hinten oben, bleibe dort, halte das. Und jetzt gehen wir mal in eine Rotation hinein. Wir bringen den rechten Fuß nach links innen und das Knie nach rechts außen, öffnen das Hüftgelenk. Und rotieren wieder zu. Öffnen, rotieren nach außen und drehen wieder zu. Öffnen so weit, jetzt das Becken darf sich mitbewegen. Die Bauchmuskulatur stabilisiert die Wirbelsäule. Es ist ein Verdrehen auch der Wirbelsäule. Öffne weit und drehe wieder ein. Nochmal mehr öffnen und eindrehen. Das brauchen wir mit alles für die Dehnungen, die dann noch kommen. Öffne weit und drehe wieder ein und dann halte mal die Öffnung. Puh. Halte das, strecke dein rechtes Bein aus. Bleib und zieh noch mehr dein rechtes Hüftgelenk über das linke. Jetzt haben wir hier das Knie, das rechte Knie zeigt nach rechts, bist ganz geöffnet in der Leiste und bringst deine Hüftgelenke übereinander. Der Brustkorb bleibt vorne. Halte deine Bauchspannung, halte das Bein oben und komm dreimal mit deinen Ellbogen in eine Beugung. Der Brustkorb ist weit vorne in einen kleinen Push-up. Tief und hoch. Und ein letztes Mal Bein bleibt oben. Ja. Sehr schön. Halte hier, hebe nochmal dein Bein mehr. Beuge dann wieder dein Kniegelenk, hebe nochmal mehr dein Knie. Und drehe alles wieder zurück in deinen Vierfüßlerstand. Lege ab, spüre nach. Spürt man erstmal die Beckenseite, die Wirbelsäule, jetzt dürft ihr mal nach hinten kommen, in einen Sitz. Und die Hände mitführen und die Hände mal auf den Handrücken bringen, ein bisschen Druck geben hier. Das heißt, von oben nach unten aktiv zur Matte drücken, dann wieder die Hände drehen, aktiv zur Matte drücken. Hände drehen, aktiv zur Matte drücken, Hände drehen, aktiv zur Matte drücken. Noch zweimal mehr. Drehen, aktiv zur Matte drücken. Drehen, aktiv zur Matte drücken. Und ein, aktiv zur Matte drücken. Und ein letzter, aktiv zur Matte drücken. Dann löse etwas und wandere wieder nach vorne in deinen Vierfüßlerstand. Ich drehe mich um, damit du besser sehen kannst. Und du darfst deine Kniestütze wechseln unter dein rechtes Knie. Die Hände sind wieder genau unter dem Schultergelenk. Man muss vielleicht manchmal immer noch mal ein bisschen abwägen. Schau mal hier, dass deine Handwurzelknochen, die bilden Falten, dass die Falte von rechts nach links und von links nach rechts wie so ein Lineal bildet. Manchmal sind das auch mehrere Falten, das macht gar nichts. Falten sind prima. Und hier könnt ihr sehen, wie die Hand am besten
vom Radius her, vom Winkel her eingestellt sein muss auf der Matte. Bring deine Ellbogen weiter nach vorne, aber lass deine Ellbogen sich nicht überstrecken. Hol den Bauchnabel nach innen. Gerne nochmal Kopf hängen lassen. Und dann deinen Kopf heben, Schulterblätter auseinander, Kopf rausstreben, aus deinem Schultergürtel nach vorne. Dann hebst du mit der Bauchkraft deinen linken Unterschenkel, dein Knie von der Matte. Arbeitest wieder ganz konzentriert mit deinem Knie vor und nach hinten, Fuß zur Decke. Rücken bleibt unverändert. Tief und vor. Geht nicht so weit. Keine Rückenbewegung. Und nach hinten und oben. Tief und vor. Und nach hinten und oben. Halte deine Bauchmuskeln fest. Tief und vor. Und nach hinten und oben. Noch zweimal mehr. Spüren, was da passiert. Wo die Muskeln sind, die diese Arbeit machen. Dein Rücken hält dagegen, deine Bauchmuskeln halten dagegen. Jetzt bleibst du oben. Halte das. Und wir verändern wieder den Hüftwinkel und auch den Rücken, indem wir den Fuß nach rechts bringen. Das Knie bleibt oben, Hüftgelenk öffnet sich. Der Unterschenkel ist jetzt waagerecht, parallel zur Rückenlinie. Hol dich wieder zurück nach oben, zieh dein Hüftgelenk wieder ein, halte die Bauchspannung und wieder alles auf die Knie oben lassen. Eindrehen. Und aufdrehen. Und eindrehen. Und atme einfach weiter. Wenn du das nächste Mal aufgetreten bist, bleibe, schiebe dein Bein in die Streckung und hebe es mehr. Deine Hüftgelenke stehen fast übereinander. Bring ganz viel Kraft auch in dein Standbein. Das habt ihr schon bemerkt. Bauchnabel ist innen. Halte deine Kniescheibe geöffnet zur Seite und dein Bein ist wirklich richtig gestreckt. Schulterblätter öffnen. Brustkorb weit. Dreimal in die Luft. Bauchspannung bleibt, Bein bleibt oben. Tief und hoch. Und noch ein letztes Mal. Bleibe hier. Öffne nochmal hier, nochmal mehr dein Bein. Bleibe, halte. Und dreh dann wieder ein, beuge wieder und bring alles wieder nach unten. Wunderbar. Dann dürft ihr die Kniestütze rausnehmen und euch nochmal auf die Fersen setzen und wieder die Hände auf deine Handrücken. Diesmal so, dass du die Handrücken ein bisschen stabilisiert hast. Sie können ein bisschen näher Richtung Knie kommen. Finger sind weit gespreizt, Ellbogen entriegeln. Und dann holst du deine Kraft über die Hände, deine Belastung. Alle Fingernägel müssen auf der Matte sein und komm wieder ein Stück zurück. Ein bisschen vor, soweit du es gut aushalten kannst. Und wieder zurück. Nochmal ein bisschen vor. Und wieder zurück. Und dann bleibst du vorne und hältst hier mal zwei Atemzüge aus. Die Daumen wollen auch immer ein bisschen sich nicht so mitbewegen. Achte besonders auf deine Daumen. Lang und geöffnet. Dann darfst du deine Hände ganz langsam lösen und wieder normal aufstellen. Vielleicht holst du sie mal ein bisschen hoch, lässt das Handgelenk hängen oder die Hand hängen, lass das Handgelenk oben wieder abstellen. Mach das jede Seite noch einmal. Wunderbar. Und dann kannst du in deinem Vierfüßlerstand deine dicke Decke holen. Die brauchen wir nämlich jetzt. Oder ein Bolster, wenn du eins zu Hause hast. Das Bolster darfst du vor dich legen. Und dann hol bitte dein Becken nach oben. Hol deinen linken Fuß nach vorne. Bring deine Hände mit nach vorne. Und schau, dass du dein Bolster so weit an dein rechtes Knie legen kannst. Hände können auf das Bolster kommen.
dass sich dein Oberschenkel über dem Knie auf dem Bolster abstützen kann. Vielleicht musst du jetzt hier auch den linken Fuß noch ein Stück vor, denn deine Ferse sollte unter deinem Kniegelenk sein. Ob hier rechts der Fuß aufgestellt ist oder nicht, das darfst du selbst entscheiden. Wir arbeiten mit der linken Hand innen, Fingerspitzen diesmal aufstellen und die Matte so ein bisschen nach oben zeigen. Halte das. Hol nochmal dein Becken ein Stück zurück und hol jetzt dein Schambein Richtung Bauchnabel. Also kippe dein Becken, Schambein Richtung Bauchnabel saugen, Brustkorb heben und dann senke dein Becken ab und schiebe dein linkes Knie weit vor Richtung zweiter Zehe. Bleibe dort. Halte es. Jetzt hast du eine wunderbare Stütze und ein bisschen ein Ausschalten deines Oberschenkelmuskels. Jetzt darfst du deine Beinrückseite mit Anspannung, Zehen von der Matte holen, hol dein Fuß ein bisschen nach oben, senke ihn leicht, so eine ganz minimale, kleine, dynamische Arbeit, vorsichtig, nur so weit, dass das Becken immer noch die gleiche Position haben kann. Wenn das mit den Fingern nicht funktioniert, mit dem langen Greifen, wenn du das nicht gewohnt bist, setz die Hände ab. Schiebe deinen Brustkorb nach vorne, oben dein Rücken ist lang. Bring noch ein bisschen mehr deine Ferse an und lösen. Jetzt arbeiten wir ein bisschen in die Faszien. Zieh ran, einmal bouncen und wieder zurück. Nochmal ran, einmal bouncen und wieder zurück. Ganz klein, vorsichtig. Bouncing, zurückkommen und nochmal mehr bouncen. Und wieder zurück. Halte die Ferse oben. Bleibe. Senke noch mehr dein Becken. Zieh deinen Brustkorb noch mehr nach vorne. Und halte das und lass deinen Fuß rechts ganz langsam wieder auf die Matte. Wandere mit den Händen auf die Fingerspitzen. Und dann mit deinen Händen nacheinander auf deinen linken Oberschenkel. Du kannst jetzt noch mehr dein Schambein Richtung Bauchnabel zeigen, dein Bauchnabel noch mehr nach innen oben holen und dich so ein bisschen mit den Händen wegdrücken, dass deine Rippen noch mehr vom Becken wegkommen. Hebe deinen Brustkorb, senke ihn nach innen und oben und halte. Vielleicht gelingt es dir, das Becken noch ein bisschen mehr sinken zu lassen, ohne die Bauchmuskulatur loszulassen. Stell dir gerne auch vor, dein Kreuzbein wäre ein bisschen locker und würde sich nach unten ausweichend bewegen. Halt. Gib ganz viel Luft in diese Leiste auf der rechten Seite. Und dann darfst du hier gerne vorsichtig deinen rechten Fuß strecken, wenn er noch nicht gestreckt ist. Und diese komplette Länge mal genießen. Wir bleiben. Holen die rechte Hand raus, bringen die rechte Hand hinter den Kopf. Lassen den Ellbogen nach vorne fließen, den Kopf in die Hand, Brustkorb hebt und Ellbogen zieht nach oben und hinten. Stützt deinen Kopf, halte deine Bauchspannung, kommt eine riesengroße Bogenspannung auf der rechten Seite. Deine Oberschenkel sinken noch mehr in das Bolster hinein. Und deine Bauchspannung holt sich noch mehr nach oben. Stell dir nochmal vor, dein linker Oberschenkelknochen wäre wirklich in deinem Hüftgelenk drin. Also hol vielleicht dein Knie noch ein Stück zurück. Und bleibe. Zwei Atemzüge nochmal hier. Ein bisschen lächeln. Und dann komm langsam, weit mit dem Ellbogen aus einem langen Rücken nach vorne. Hände abstellen. Und hier mal den Bereich zwischen deinen Schulterblättern voll hängen lassen. Kopf hängen lassen. Eintauchen bleiben. Dann komm wieder zurück. Wunderbar. Stell deinen rechten Zehen auf. Und jetzt wäre es ganz toll, wenn du mich vielleicht sehen kannst. Du kannst deine Füße entweder wechseln. Oder du hebst dein hinteres Bein und wanderst über die Seite, über eine Grätsche in die andere Seite.
Hier das Polster. Kissen nochmal ordentlich zurecht. Leg deine Oberschenkel auf den Polster. Und schau nochmal, dass dein rechter Fuß mit der Ferse unter deinem Kniegelenk ist. Ganz, ganz wichtig. Entscheide hier auch wieder selbst. Fuß ablegen links oder aufstellen. Wir bleiben zuerst mit den Fingerspitzen auf dem Polster. Hol das Becken noch mal ein bisschen hoch. Hol das Schambein Richtung Bauchnabel. Und werde lang mit der Wirbelsäule vorne in den Brustkorb und lass das Becken sinken. Bleibe hier. Schiebe deinen Brustkorb weit nach vorne und halte die Bauchspannung. Jetzt ziehe dein Schambein nach oben. Gerne hier auch deine rechten Oberschenkel noch mal ein bisschen zurückholen. Vielleicht bringst du auch mit der Hand, mit dem Daumen deiner rechten Hand die Leiste noch ein Stück zurück. Hier noch mal eine Variante. Und dann darf die Hand mit stützen. Bleibe. Du kannst auch gerne noch eine kleine Verbesserung machen, wenn die linke Hand sich aufstellt und die rechte Hand unten durchgreift, unter deinem Arm durch zu deinem linken Oberschenkel, kannst du die Oberschenkelvorderseite ein bisschen nach innen holen und den Oberschenkel wieder ablegen. Das wäre noch besser, idealer für dein Hüftgelenk. Bleibe hier, hol dein Schambein noch mehr nach innen oben, wähle deine Handposition aus, denk wieder an die Faltenlinien und dann deine Finger oder deine Ellbogen. Und dann kommen wir ganz langsam, ohne das Becken in der Höhe zu verändern, in eine Beinbeugung links. Hol die Ferse hoch, bring deine Ferse Richtung Gesäßmuskel und löse wieder ein bisschen. Ganz klein arbeiten, Brustkorb lang werden lassen. Vielleicht machst du deine Hände und Fäuste aufstellen, das ist auch in Ordnung. Man muss nicht immer alles nur machen, weil es so sein muss, sondern es gibt viele Wege nach Rom. Also klein bewegen und wieder zurück. Ja, die Base ist wichtig, deine Bauchmuskulatur, dein Schambein Richtung Bauchnabel. Das sollte gesichert sein. Und auch dein rechtes Knie in Richtung deiner zweiten Zehe schieben. Dein rechtes Knie ganz nah am Oberarm lassen. Das ist wichtig. Und wir gehen über in das kleine Bouncing. Die Ferse hoch. Double Bouncing. Wieder zurück. Nach oben. Double Bouncing. Wieder zurück. Zweimal mehr. Double Bouncing. Wieder zurück. Und anstrengend. Wieder zurück und dann bleib mal angezogen. Halte nochmal. Wunderbar. Senke dann langsam deine Zehen ab. Und lass dein Becken nochmal mehr sinken. Das spürt ihr. Okay, Fingerspitzen aufstellen. Wandere mit deinen Händen auf deinen vorderen Oberschenkel. Hol noch mehr dein Schambein Richtung Bauchnabel, Bauchnabel nach innen und oben. Schiebe dich hier in die Länge weg, atme ein und senke deinen Rücken ausatmend. Dein hinterer Fuß darf sich gerne hier auch strecken, um wieder diese ganze lange Bogenspannung zu bekommen. Ja, nicht Boden, sondern Bogen. Dein linker Arm hilft, Hand hinter deinen Kopf. Ellbogen vor, nochmal mehr Bauchspannung, nochmal mehr Länge. Zieh dein Ellbogen nach oben und hinten, dein Kopf ist in der Hand. Stützt, hält, bleibe. Zieh ganz tief, lass dein Becken fließen, lass dein Oberschenkel komplett in deine Decke hineinfließen. Weit einatmen und ausatmen und noch mehr versuchen, die Bauchspannung nach innen und oben zu holen. Auch wenn sie hier gestreckt ist, sehr schwierig anzusteuern. Kreuzbein fließt tief und lässt los, lässt dein unteren Rücken los. Einatmen nochmal bleiben und ausatmen. Der Ellbogen zieht dich aus der Länge deiner Wirbelsäule nach vorne. Setze deine Hände innen ab und lass deine Schulterblätter zueinander kommen. Häng mal richtig durch. Kopf hängen lassen. Wunderbar. Bleib.
Nochmal tief aushängen. Und dann komm wieder mit deinem Rumpf nach oben, Fingerspitzen aufstellen. Und dann darfst du dich mit deinem linken Bein strecken, wandere wieder nach vorne. Und diesmal das Bolster quernehmen, so dass du dich mit den Füßen zueinander bewegen und setzen kannst. So. Jetzt bist du bei mir, du kannst mich sehen oder auch nicht. Also du siehst mich auf jeden Fall, aber vielleicht sitzt du auch seitlich. Deine Füße bitte etwas breiter öffnen und deine Knie sollten 90 Grad winklig sein. Die Füße flexst du und dann setzt du bitte deinen rechten Fuß zum linken, lässt ihn auf die Außenkante fließen und dein Knie nach außen. Hier ist es wichtig, dass der Fuß nicht ans Becken kommt, sondern du so eine Querposition hast. Heb nochmal dein Becken an, setz es wieder ab. Dann holst du deinen anderen Flexfuß vor dein rechtes Knie und lässt dein linkes Knie sinken. Vielleicht können die Füße noch mal so ein bisschen weiter voneinander wegkommen. Und hier vorne gibt es so eine waagrechte zwischen deinen Unterschenkel und deinen Fersen. Immer Knie und Ferse übereinander lassen. Deine Hände kommen an dein Kissen, auf dein Kissen oder auf den Boden. Heben dich nochmal an und lassen dein Bauchnabel nach hinten kommen. Schiebe etwas nach hinten, setz dich auf dein Kissen und schieb dann deine Gesäßmuskeln nach hinten, indem du dein Becken ein bisschen nach vorne schiebst. Jetzt sitzt du genau auf deinen Sitzbeinhöcker, auf deinen Sitzbeinknochen und es gelingt dir mehr, deine Wirbelsäule nach oben fließen zu lassen. Aus dem Rücken, aus dem Becken heraus lang. Deine Daumen möchte ich jetzt innen an deiner Leiste. Und du drückst selbst deine Leisten ganz nach unten. Ich habe jetzt extra mal die Schultern hochgenommen, damit ihr seht, so soll es natürlich nicht sein, sondern entspanne, hebe deinen Brustkorb und arbeite mit deinen Daumen tief. Vielleicht können wir auch sogar das Muskelgewebe noch ein bisschen nach außen holen. Hebe deinen Brustkorb mehr. Jetzt schiebst du noch ein bisschen Entenpuder und Rücken wird länger und länger und länger. Atme ein. Bring deine Ellbogen weiter zurück und ausatmend lass den Brustkorb nach vorne fließen. Einatmend mehr heben, ausatmend mehr nach vorne fließen lassen. Nochmal einatmend mehr heben. Füße sind wirklich flex. Du kannst die großen Zehen wegschieben, aber halte deine Füße flex in deine Knieposition. Sonst schmerzen deine Knie, wenn du hier etwas spürst oder sogar ein Stechen im Kniegelenk, dann verlässt du das Asana bitte umgehend. Dann darfst du dir eine gemütliche Pausenposition einnehmen. Deine Hände wandern jetzt nach vorne oder auf die Seite. Vielleicht kommen wir nicht ganz nach vorne. Du schaust, wie es klappt. Einatmen, Brustkorb heben, ausatmen, weiter nach vorne senken. Schiebe dein Becken weiter nach hinten, mehr Entenpo und spüre, dass du langsam auf den Seiten an deinen Hüftgelenken eine Dehnung spürbar ist. Vielleicht tut es auch weh, da brauchst du aber jetzt keine Angst haben. Ja? Achtsam nur mit den Knien sein. Hände weiter nach vorne wandern, immer einatmen, mehr Brustkorb heben und ausatmend mehr nach vorne. Einatmen, mehr heben, ausatmen, mehr eintauchen, lass deine Knie los, spür, was passiert in deinen Hüftgelenken. Kopf nicht zu sehr in den Nacken, aufpassen und dann senke ab, so weit du kannst, so weit du diesen Schmerz hier an den Seiten deines Beckens aushalten kannst. Ellbogen tiefer fließen lassen und halten. Atme weit aus, ein Loslassgefühl bitte mit in den Ausatmen hineinbringen. Nochmal mehr abtauchen. Dann wandere mit deinem Kopf wieder hoch, mit deinem Brustkorb, wandere mit deinen Händen zurück.
Ganz weit nach oben wandern. Hier bleiben. Bleib nochmal in diesem Sitz. Nimm die Arme über die Seite nach oben zur Decke. Und über die Seite wieder tief deine Hände hinter dem Becken in den Flechtgriff bringen. Deine Ellbogen beugen, deine Schultern kommen nach oben und nach hinten. Bring deine Ellbogen weiter zusammen. Bleibe dort. Ich verändere nur meine Position, dass du das besser sehen kannst. Jetzt solltest du hier die Schultern nochmal nach oben und nach hinten bringen. Die Hände bleiben auf dem Kreuzbein. Die Ellbogen kommen noch mehr zueinander. Heben dein Brustkorb. Halte deine Beine in dieser Enkelpose und schiebe dann deine Arme in die Streckung, die Ellbogenhöhe halten. Nach innen und oben, bleibe dort. Halte deine Dehnung. Brustkorb heben. Genießen. Dann bleib in der Länge und dann darfst du deine Hände mal ein wenig nach links bewegen, sodass sich dein Brustkorb etwas nach rechts bewegt. Halte aber deine Länge. Halte mir ein Gefühls. Ja. Nochmal tief ein- und ausatmen. Dann kommen wir wieder zurück zur Mitte. Atmen ein. Ausatmen, andere Seite. Ein- und kommen wieder zur Mitte. Ausatmen nochmal. Arm höher, Brustkorb höher, Schulterblätter müssen nach hinten. Achte darauf, dass die Schultern nicht nach vorne fallen. Eine wunderbare Dehnung auch bei Impingement, Schulterbeschwerden. Öffnen sich die Schlüsselbeine, kommen weg vom Brustbein. Und mit dieser Dehnung kannst du wunderbar deinen Herzraum öffnen, deine verklebten Faszien im Brustraum dehnen. Brauchen eine Weile, bis sie da hören auf deine Signale. Lass dir immer Zeit, lass deinen Atem fließen und lächle ein wenig, da kann man auch besser atmen. Noch einen tiefen Ein- und Ausatemzug hier. Löse dann deine Hände und löse deine Beine von diesen Positionen, aber bitte nicht schütteln, einfach nur wahrnehmen, dass sich das ganz gruselig anfühlt. Vielleicht auf die Füße, darf man so ein bisschen bewegen. Und dann komm von deinem Bolster runter und leg dir das Bolster in der Länge deiner Matte nochmal unter deinen Brustkorb. Du kannst dir deine Socken anziehen oder vielleicht einen Pulli. Mache ich jetzt auch mal ein bisschen kuschelig. Das Bolster liegt quer, deine Füße sind aufgestellt. Das Bolster sollte genau so sein, dass du jetzt den Raum hinter deinem Herzen dort vorsichtig drauflegen kannst. Jetzt ist der Kopf in der Luft, den stützen wir gleich. Wir holen aber vorher nochmal das Becken in die Luft. Schieben die Gesäßmuskeln fußwärts und lassen uns wieder absenken. Jetzt seid ihr genau auf dem Kreuzbein. Jetzt habt ihr eine Sicherung des Rückens, damit ihr nicht gestaucht wird. Holt eure Füße näher an. Lasst die Fußsohlen zueinander kommen, die Knie nach außen fließen und nimm dann beide Hände nacheinander hinter deinen Kopf. Lass deinen Kopf in die Hände fließen. Deine Ellbogen möchte ich bitte in deinem Blickwinkel noch haben. Atme ein hier. Und ausatmen, lass dich ganz langsam erstmal auf deine Unterlage fließen und dann kannst du einfach nur weiter atmen und so weit in diese Öffnung deines Brustkorbs, deiner Vorderseite kommen, wie du magst. Lass dein Atem fließen, deine Schultergürtel sind inzwischen komplett auch auf deiner Decke oder auf deinem Bolster. Ich hoffe, deine Decke ist groß genug. Und du spürst die Dehnung in deinem Brustraum, in deinen Achselhöhlen, in deinem Herzen, in deiner Atmung. Deine Rippen weiten sich.
Und tiefe Ein- und Ausatmungszüge, lass dich ausatmen, noch mehr in diese Matte hineinfließen. Die Füße geben ein bisschen Druck zueinander und dann kannst du deine Knie mal nach außen und in die Lüste. Durch die Nase atmen, bitte. Mensch. Nimm noch zwei tiefe Atemzüge hier. Und dann darfst du die Ellbogen mehr zueinander nehmen. Die Bauchspannung aktivieren und mit den Ellbogen den Kopf nach oben. Nimm eine Hand an dein Bein, schließe vorsichtig beide Beine. Hol dann deine Hände in deine Knie, schieb deine Füße ein bisschen vor und komm langsam in deinen Sitz. Jetzt darf die Decke zur Seite weichen. Und wir kommen noch einmal ganz langsam in die Rückenlage. Hier hebst du jetzt dein Becken, setzt es einfach nur wieder ab, so wie es gerade möchte. Holst deine Schulterblätter von der Matte kopfwärts und auseinander. Und heb auch nochmal deinen Kopf an und lass es einfach nur neu abheben. Dein rechtes Bein holst du in die Decke, flexe deinen Fuß, schiebe deine Ferse weg, lass den Becken schwer werden und wie an einem Faden deine rechte Ferse weit nach vorne, außen, unten abheben. Wenn die Ferse ankommt, lässt das Bein los. Das gleiche links, wie so eine Marionette, schieb deine Ferse in die Decke. Hol dich an diesem Faden nach oben, nach vorne, außen, unten, lege ab. Wenn du ankommst, lass los. Stell dir vor, dass deine Oberschenkelmuskeln hier vorne noch mehr deine Oberschenkelknochen tief fließen lassen wollen. Du kannst noch mal kurz anspannen und dann loslassen. Hol deine Gesäßmuskeln leicht raus. Umarme dich selbst, hol deine Schulterblätter nach außen und nochmal nach oben. Und noch einmal vielleicht mit deinem Kopf heben und so ein bisschen aus deinem Nacken holen. In einen leichten hohlen Nacken abheben. Deine Arme fließen aus den Schultern in eine V-Position zur Seite auf die Handrücken. Deine Achselhöhlen sind frei und deine Finger sind entspannt. Lass deine Augen zufallen. Und lass deinen Atem fließen, so dass der Ausatmen deinen Körper noch mehr in die Matte hineinbringt. Du kannst hier auch gerne noch einen Moment bleiben, wenn du danach bist. Oder du nimmst deinen Atem wieder etwas tiefer auf, einatmen über die Nase, aus über den leicht geöffneten Mund. Weiter Atem fließen lassen, Hände bewegen, Zehen bewegen, Füße bewegen, von klein bewegen. Hin zu größeren Bewegungen, vielleicht willst du dich mal strecken in alle Richtungen. Oder mal gerne deine Füße nacheinander aufstellen. Hol dich mit deinen Knien rein, Richtung Brustkorb, wenn du magst. Und komm über deine Lieblingsseite, achtsam. Mit Hilfe deiner Hände und Bauchmuskeln nach oben. Bitte hier kein Schwung. Setz dich noch einmal in deinen Schneidersitz. Bring deine Füße ganz flach und deine Fußgelenke genau hintereinander. Und
und öffne auch nochmal hier deine Gesäßmuskeln, so dass deine Sitzbeinknochen sitzen. Richte dich auf, hebe deinen Brustkorb. Lass deine Hände über deine Leisten, über die Seite nach oben fließen. Und schließe deine Hände flach übereinander auf deinem Herzen. Schließ deine Augen. Lass deinen Kopf nochmal etwas zur Decke fließen, als hättest du den Kopf wie so ein Ei in einem Eierbecher. Und der Kopf fließt so nach oben, dass es einen kleinen Luftraum gibt zwischen Ei und Eierbecher, zwischen deinem oberen Hals. Dann lässt du deine Einatmung noch mehr in deine Hände fließen. Lächelst, atmest aus, lässt alles los und einmal hier einspeichern. Deine Entspannung immer abrufen, vielleicht mit diesem Handmudra, was ganz einfach ist, kann man sich auch merken. Und dann darfst du deine Augen langsam wieder blinzeln öffnen. Dann bedanke ich mich fürs Mitmachen. Namaste. Bleibt schön fit und gesund. Und dann wünsche ich euch einen ganz entspannten Abend. Bis ganz bald auf der Matte. Und euch natürlich hier auch vielen Dank fürs Mitmachen, weil hier waren noch Männer.